Er lehnte sich gegen die Großgrundbesitzer auf, die die Armen ausbeuteten. Er verhinderte, dass man kleine Mädchen bei lebendigem Leibe unter die Erde vergrub. Er wurde Retter der Armen genannt, weil er Menschen vor der Sklaverei und Armut schützte. In jungen Jahren gab er einer Mutter sein ganzes Geld, damit sie wegen ihrer Schulden nicht zur Prostitution gezwungen wurde. Er nahm alle Menschen in seine Gemeinde auf, egal welche Sprache sie sprachen oder welcher Rasse sie angehörten. Er eilte den hungernden Menschen in der Nacht zu Hilfe. Wer war diese Person? Es war Mohammed, der letzte Prophet, der Gründer des Islams. Viel wurde über ihn erzählt und gesprochen, aber noch nie wurde eine Person in der Geschichte so umgebogen und verbogen, wie dies bei Mohammed geschah. Wir möchten Ihnen einen Einblick in das Leben des Propheten verschaffen. Nicht aus sunnitischer oder schiitischer, sondern aus alevitischer Sicht. Der Wegführer der Aleviten ist Mohammed. Denn alle alevitischen Geistlichen, Dedes und Anas, stammen von der Blutslinie des Propheten Mohammed ab. Das hat folgende Bedeutung. Alle alevitischen Geistlichen sind Nachfahren des Propheten Mohammed. Die Abstammung Mohammeds geht auf den Propheten Ismail zurück, dem Sohn des Propheten Abraham. Mohammed hatte während seines ganzen Lebens einen schweren Schicksalsschlag nach dem anderen hinzunehmen. Er wurde als Halbwaise geboren und verlor seine Mutter, als er noch ein kleines Kind war, und seinen Großvater, als er 8 Jahre alt war. Der Onkel Abu Talib, Vater vom heiligen Ali, nahm Mohammed zu sich und kümmerte sich um ihn. Von Kindheit an neigte er zum Nachdenken und Meditieren. An den Streitereien und Eifersüchteleien seiner Mitmenschen hatte er keinen Anteil, es sei denn, dass er versuchte, diese zu beenden. Die Menschen auf der arabischen Halbinsel ehrten ihre Mütter nicht, behandelten ihre Schwestern und Töchter barbarisch und verweigerten, was ihnen zustand. Sie quälten die Witwen, nutzten die Waisen, Armen und Schwachen aus. Für Kultur und nationalen Fortschritt hatten sie nichts übrig. Mehrehen waren weit verbreitet und es gab keine Begrenzung für die Anzahl der Frauen, die ein Mann heiraten konnte. Insbesondere die Frauen hatten zu dieser Zeit weder Rang noch Recht in der Gesellschaft. Es galt in ihr nicht als unehrenhaft, neugeborene Mädchen zu töten. Zudem war Sklaverei weit verbreitet. Die Sklaven hatten ebenso keine Stellung in der Gesellschaft. Jeder Besitzer machte mit seinen Sklaven, was er wollte. Es konnte nichts gegen einen Meister, der seinen Sklaven misshandelte, unternommen werden. Weibliche Sklaven wurden als sexuelle Objekte ausgenutzt. In Beziehung zur Zivilisation und zum gesellschaftlichen Fortschritt waren die Araber ein ausgesprochen rückständiges Volk. Freundlichkeit und Rücksichtnahme waren unbekannt. In solch einem Volk wurde Mohammed geboren. Sein Name Mohammed ist, dessen Qualifizierung am einmaligsten ist, dessen Liebe am reichsten ist und dessen Streben am unvergleichlichsten ist. Halaj Mansur, Alevitischer Geistlicher, 9. Jahrhundert. Als Jugendlicher stellte er sich Fragen über Fragen. Wäre es nicht besser, sich zu reformieren? Wäre es nicht besser, alle Formen von gegenseitiger Ausbeutung aufzugeben, die Rechte denen zukommen zu lassen, denen sie gebühren, Reichtum für die Armen und Schwachen zu verwenden, den Witwen beizustehen und gute Taten in der Gemeinschaft zu vollbringen und anzuregen? Leben in dieser Welt sollte zu Gutem führen. Hinterlasse gute Werke, sollte Jahre später das Ziel von Mohammed sein.
Anfang 20 gründete er mit seinem Onkel zusammen eine kleine Gruppe namens Hülf-ül-Fudul. Mohammed und die Mitglieder dieser Vereinigung hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not zu helfen. Jahre später hatte Mohammed einen sehr guten Ruf in Bezug auf Redlichkeit und Mitgefühl in der ganzen Stadt Mekka. Die Leute vertrauten ihm und nannten ihn deswegen Al-Amin, was der Zuverlässige oder der Treue heißt. Dieser gute Ruf erreichte auch eine reiche Witwe namens Hatice, die Mohammed aufsuchte und ihm vorschlug, ihre Handelskarawane nach Syrien zu begleiten und diese zu führen. Die Expedition war sehr erfolgreich. Hatice war überzeugt davon, dass der Erfolg der Karawane nicht nur auf die günstigen Verkaufsverhältnisse auf dem Markt in Syrien, sondern auch auf die Redlichkeit und Leistungsfähigkeit ihres Führers zurückzuführen sei. Daraufhin befragte Hatice die Arbeiter, die Mohammed begleiteten. Die Arbeiter äußerten sich positiv über Mohammed und berichteten ihr, dass er ehrlich und sympathisch sei und dass dieser junge Führer der Karawane gute Eigenschaften habe, was nicht viele Menschen haben. Hatice war 40 und schon zweimal verwitwet. Einige Zeit später verliebten sich Mohammed und Hatice und heirateten. Ich bin voller Sorgen. Hilf mir, Mohammed. Die Ungläubigen verfluchen dich. Du bist der Himmel. Du bist die Wahrheit. Mein Prophet Mohammed. Schah Hatice, alevitischer Geistlicher und Dichter, 15. Jahrhundert. Ein armer Mann, schon in der Kindheit zur Weise geworden, tat seinen ersten Schritt zum Wohlstand. Er war reich geworden. Doch die Art und Weise, in der er mit seinem Vermögen verfuhr, sollte allen Menschen zu denken geben. Nach seiner Eheschließung bedachte Hatice, dass sie reich und er arm und dass diese Ungleichheit ihrem Glück im Wege stünde. So schlug sie vor, dass der Prophet ihren Besitz und ihre Sklaven übernehmen solle. Mohammed erklärte Hatice, dass er, sobald er die Sklaven übernommen habe, sie freisetzen würde, was er dann in die Tat umsetzte. Zudem verteilte er den größten Teil des Vermögens, das er von Hatice erhalten hatte, unter den Armen. Die Liebe zu Gott wuchs in Mohammed mehr und mehr. 30 Jahre war er nun alt. Abgestoßen von den Untaten und vielen Übeln, denen die Mekkaner erlegen waren, zog er sich an einen Ort nähe Mekka zur Meditation zurück. Dies war auf dem Gipfel eines Hügels in einer Art Steinhöhle. Hatice versorgte ihn mit Essen für mehrere Tage, mit welchem er sich in die Höhle Hira zurückzog. Endlich kam die Gottesbotschaft. 610 nach Christus erschien ihm der Engel Gabriel und verkündete ihm, dass er von dem einen einzigen Gott zum Propheten auserwählt worden sei und übermittelte ihm die ersten Offenbarungen des Korans. Die ersten Offenbarungen des Korans befahlen dem Propheten, sich gegen das Böse zu erheben und den Namen des einen Gottes zu verkünden. Mohammed war kein Analphabet, so wie es die sunnitische oder schiitische Orthodoxie behauptet. Im Koran wird gesagt, glaubt an Gott und seinen Gesandten, der ein Ummi ist. Das Wort Ummi wurde mit der Zeit verändert und von Sunniten als Analphabet übersetzt. Ursprünglich wurden Menschen als Ummi bezeichnet, die heiligen Schriften wie die Tora nicht kannten, aber dafür lesen und schreiben konnten. Fassen wir uns kurz. Der Prophet konnte lesen und schreiben und beherrschte zudem viele Fremdsprachen, die er durch die vielen Expeditionen, die er unternahm, erlernte. Unser König ist Mohammed.
Unsere Seele ist Mohammed. Unser Befreier ist Mohammed. Unser Helfer ist Mohammed. Jemini, alevitischer Geistlicher und Dichter, 15. Jahrhundert. Der Koran sieht Mohammed als eine Barmherzigkeit für alle Welten, ein Vorbild in allen Lebenslagen, als jemanden, der sich um das Schicksal der Menschheit sorgte. Die von Mohammed verkündete Religion ist der Abschluss der Lehren von Moses, David und Jesus mit ihren jeweiligen heiligen Schriften, der Tora, den Psalmen und der Bibel. Die ersten Gläubigen, die den Glauben von Mohammed annahmen, waren Hatice, die Frau des Propheten, der heilige Ali und ein befreiter Sklave. Dies war die Gruppe von Menschen, die beabsichtigten, zusammen mit Mohammed Gottes Licht über die ganze Welt zu verbreiten. Die Bewohner Mekkas und ihre Anführer lachten über die Gruppe und erklärten sie für verrückt. In dem Werk Ikwan As-Safa aus dem 9. Jahrhundert wird deutlich, dass der Prophet in den ersten 3 bis 5 Jahren, um genauer zu sein von 610 bis 615, 40 gläubige Anhänger hatte. Davon 21 Männer und 19 Frauen. Mit ihnen zusammen formte und lebte er den Islam aus. Diese kleine Gemeinschaft versammelte sich im Hofe des Propheten. Sie beteten gemeinsam, sprachen und diskutierten über religiöse Themen. Wer waren diese 40 Gläubigen? Der heilige Ali und Hatice, die Frau des Propheten. Bemerkenswert ist, dass es unter den 40 Gläubigen viele befreite Sklaven gab, aber auch Menschen aus verschiedenen Völkern, wie zum Beispiel Bilal Habesch, ein Afrikaner, Suhaib, ein griechischer Christ, Gavani Kurt, ein Kurde, Süreyc, der Türke, Süheyl, ein Byzantiner, Salmani Faris, der Perser, Ebu Zer und viele weitere. Mein Augenlicht bist du geworden, Mohammed. Dir zu dienen ist meine Aufgabe, mein Herr. Seyyid Nizam Oğlu, alevitischer Dichter, 17. Jahrhundert. Ab 615 nach Christus schlossen sich nach und nach mehr Menschen dieser kleinen, neu entstandenen Gemeinschaft an. Mohammeds Nachricht war klar und deutlich. Freiheit für Sklaven, Brot für die Armen. Wer das nicht tat, sollte in der Hölle verbrennen. Die Wahrheitssuchenden begeisterten sich. Sklaven, junge Männer und unglückliche Frauen begannen, sich um den Propheten zu scharren. In seiner Botschaft und seinen Lehren war Hoffnung für die Entwürdigten und Entmutigten. Sklaven sowie Frauen hofften auf Freiheit und Wiederherstellung ihrer Rechte. Nun begann in der Welt ein Kampf zwischen Gut und Böse. Die Mächte Satans erklärten den Engeln den Krieg. Jedoch hatten diese nicht genug Macht, sich den Angriffen und Gewalttätigkeiten der Machtgierigen entgegenzustellen. Ein unendlich grausamer Feldzug begann. Frauen wurden schamlos abgeschlachtet. Männer wurden niedergemetzelt. Die Sklaven, die ihren Glauben an den Propheten erklärt hatten, wurden über heißen Sand und Steine geschleift. Der Prophet und seine kleine Schar wurden nicht länger als Verrückte angesehen, sondern als wachsende Macht, die, falls man ihrer Ausbreitung weiter tatenlos zusehe, bald eine Gefahr für Glauben, Ansehen, Gebräuche und Tradition in Mekka darstellen würde. Ohne Zweifel bist du ein Prophet Gottes. Und an dich nicht zu glauben, ist Unglauben. Was für einen Wert soll die Welt denn für mich haben ohne dich? Dein Name ist schön, du bist schön, O Mohammed. Teslim Abdal, alevitischer Dichter, 17. Jahrhundert. Trotz Verfolgung nahm die Zahl, die sich Mohammed anschloss, immer weiter zu.
Um diese Entwicklung zu stoppen, versuchten die Führer Mekkas, Mohammed zu einem Kompromiss zu bewegen und boten ihm die Übernahme des Königtums und viele Reichtümer an. Dafür sollten sie abwechselnd Gott und ihre Götzen huldigen. Mohammed lehnte ohne darüber nachzudenken ab. Mohammed war stets bestrebt, den Stand der Frauen in der Gesellschaft zu verbessern und ihnen eine Stellung von Würde und gerechter Behandlung zu sichern. Der Islam war die erste Religion, die Frauen das Recht auf ihr Erbanteil verlieh. Neben dem Erbe, der ausschließlich den Söhnen zustand, verschaffte die Lehre Mohammeds auch für die Töchter den Nachlass, der im Eigentum der Eltern stehenden Gegenstände zu erben. Keine Religion vor dem Islam hatte so klar und fest das Recht einer Frau auf Erbschaft und ihr Recht auf Besitztum festgelegt. Im Einklang mit den Lehren des Korans missbilligte er das Anhäufen von Geld und Gold, da er das für schlechten Einfluss auf den ärmeren Teil der Bevölkerung hielt, es die Wirtschaft störte und somit eine Sünde war. Der Prophet war immer besorgt um die Lebensverhältnisse der Ärmeren in der Bevölkerung. Sie zu verbessern und ihren Stand in der Gemeinschaft zu heben, kostete ihn viel Mühe und Kraft. Der Führer aller Heiligen bist du. Die Rose im Garten bist du. Deine Liebe in mir ist so groß, dass ich dich endlos vermisse, mein Prophet. Aschiki, alevitischer Dichter, 18. Jahrhundert. Der Prophet und seine Anhänger kamen mit dem Druck nicht mehr zurecht und mussten aus Mekka fliehen, damit sie in einer anderen Stadt ihren Glauben frei ausleben konnten. Sie entschieden sich im September 622 nach Medina zu fliehen. Angekommen in Medina wurden die Islamangehörigen von den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen herzlichst aufgenommen. In Medina lebten zu dem Zeitpunkt mehr als 100 verschiedene Glaubens- und Volksgruppen. Der Prophet und seine Anhänger bauten sich kleine Häuser aus Leim und fingen an, dort zu wohnen. Kein Palast oder ein Riesenhaus. So in etwa sah das Haus des Propheten aus. Er sagte immer: Baut euch keinen Palast zum Wohnen, baut euch einen Palast im Herzen der Menschen. Mein Gott, du gabst mir die Liebe. Mein Mohammed, du erhältst meine Wege. Ahmed Yesevi, alevitischer Dichter und Geistlicher, 12. Jahrhundert. 623, ein Jahr nach der Auswanderung von Mekka nach Medina, schlug Mohammed den verschiedenen Glaubens- und Volksgruppen Folgendes vor. Ein Vertrag. Dieser Gemeindevertrag sollte alle Einwohner in Medina miteinander vereinen, für alle bindend sein und allen eine gewisse Sicherheit garantieren. Das Medina-Abkommen bzw. Grundgesetz beinhaltete 47 Artikel. Die wichtigsten Artikel waren folgende: Gerechtigkeit, das gemeinsame friedvolle Leben, die Sicherheit jedes Bürgers, die Verteidigung, Frieden und der Kampf gegen die Ungerechtigkeiten. Des Weiteren wurde im Vertrag festgehalten, dass jeder seinen Glauben und seine Kultur frei ausleben und seine eigene Sprache sprechen darf. Dies ist zusammengefasst der Vertrag. Er ist aus Fragmenten, die in historischen Berichten gefunden wurden, zusammengestellt worden. Dieses Werk des Propheten macht eindeutig klar, dass er entschlossen war, mit anderen Bewohnern von Medina in Höflichkeit und Freundlichkeit zu verkehren und sie wie Geschwister anzusehen und zu behandeln. Geschrieben wurde dieser Vertrag vom Heiligen Ali. Pir Sultan Abdal deutet in einem seiner Gedichte auf dieses Ereignis hin. Okuyan Muhammed, yazan Ali'dir Ali.
Viele der unterschiedlichen Glaubensrichtungen innerhalb des Islam haben diesen Vertrag vergessen. Außer eine, die Aleviten. Die Aleviten benannten den Vertrag von Medina als Rıza Şehri. Sei es im Buyruk, eines der wichtigsten Glaubensbücher der Aleviten, oder im Cem-Gottesdienst, der Begriff Rıza Şehri ist ein wichtiger Teil der alevitischen Lehre. Die Aleviten streben eine Weltordnung an, die sich nach dem Rıza Şehri des Propheten Mohammed richtet. Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Gleichberechtigung für alle. Unsere Religion ist die des Mohammeds. Unsere Wege sind die des Mohammeds. Virani, alevitischer Dichter und Geistlicher, 17. Jahrhundert. Die Islamangehörigen fanden auch in Medina keine Ruhe. Die Mekkaner setzten alles daran, die neu entstandene islamische Gemeinde in Medina zu vernichten. Mohammed musste sich mit seinen Anhängern gegen die kriegerischen Überfälle verteidigen. Es kam zu mehreren Schlachten mit den Machtbesessenen. Mit viel Mut und Gottes Hilfe gelang es den Islamangehörigen unter der Führung von Mohammed, jeden Verteidigungskrieg zu gewinnen. Die Kriegsbeute, das Geld und die Wertsachen, die sie während der Verteidigungskriege erbeuteten, wurden sofort unter den Armen in Medina verteilt. Nichts von der Kriegsbeute nahm der Prophet an sich. Auch während der Kriegsphase vernachlässigte der Prophet keineswegs die Bedürfnisse der Menschen in Medina. Die Gerichtsbarkeit wurde vom Propheten eingeführt. Richter wurden eingesetzt, um Forderungen, die Einzelne oder Gruppen gegeneinander aufgestellt hatten, zu klären. Der Prophet unternahm auch Schritte, Bildung zu fördern. Diejenigen, die lesen und schreiben konnten, wurden aufgefordert, anderen diese Kunst zu lehren. Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten wurden beendet. Rechte der Frauen wurden festgelegt. Die Reichen hatten für die Bedürfnisse der Armen aufzukommen. Arbeiter wurden gegen Ausbeutung geschützt. Außerdem wurden Sauberkeit und öffentliche Gesundheitspflege geregelt. Wege und Durchgangsstraßen mussten erweitert werden und Verordnungen, sie sauber zu halten, wurden ausgegeben. Denn Mohammeds Scharia war, Gleichheit, Freiheit, Moral, Tugend, für das Gute eintreten, das Böse verhindern, die Menschen lieben, Gott lieben, ihn verehren und ihm dienen. Die Menschen sprachen den Propheten mit seinem Namen an. Er hatte keine Beschützer, die sein Haus bewachten oder ihn begleiteten. Er mischte sich in das Volk ein und war einer von ihnen, sodass jeder mit ihm sprechen konnte. Er flickte seine Kleider und reparierte seine Schuhe selber. Einmal sah er, wie die Juden ihren Toten zum Grab begleiteten. Dabei liefen sie auch vor Mohammeds Tür vorbei. Der Prophet stand auf. Die Anhänger sagten ihm, dass er nur ein Jude wäre. Mohammed reagierte darauf wie folgt: In meinen Augen ist er ein Mensch. Jeder Mensch, egal welcher Glaubensrichtung, verdient Respekt. Mein Wegführer, Mohammed, Gott sei Dank. Mein Begleiter Ali, Gott sei Dank. Pir Sultan Abdal, alevitischer Dichter und Geistlicher, 16. Jahrhundert. Menschen aus benachbarten Städten kamen, um den Propheten zu sehen. Die Besucher wurden zum Treffpunkt gebracht, dort, wo sich Mohammed und seine Anhänger immer aufhielten. Die aus der Ferne gekommenen Besucher konnten unter den vielen Menschen nicht unterscheiden, wer von diesen Menschen der Prophet war, weil keiner von ihnen besonders hervorstach. Denn Mohammed war ein bescheidener Prophet und ein Mann vom Volke, der es sich zur Aufgabe machte, die Botschaft Gottes an die Menschheit zu übermitteln. Einige der Besucher fingen an zu zittern, als sie den Propheten sahen. Daraufhin sagte der Prophet: Wieso zitterst du, mein Freund? Ich bin auch nur ein Mensch wie du. Oder als andere Besucher auf die Knie fielen und sich ihm beugten, packte Mohammed sie am Kragen und hob sie hoch. Er wollte wie ein normaler Mensch begrüßt werden und nicht wie ein König.
Ein christlicher Gelehrter und Chronist, der den Propheten zu Lebzeiten traf, beschrieb, dass die Anhänger des Propheten in Gemeinschaft, Frauen und Männer, beteten und am Muharram fasteten. Die Quelle ist immer noch im Archiv des Vatikans jederzeit einsehbar. Nachdem der Islam im größeren Teil Arabiens allgemein anerkannt worden war, empfing Mohammed oft große Geschenke wie wertvolle Waren oder Gold, die er sofort unter den Bedürftigen verteilte. Oft hielten ihn die Menschen auf seinem Weg auf, verwickelten ihn in Gespräche, sprachen von ihren Nöten. Er hörte immer geduldig zu. Die Leute hatten keine Hemmungen, zu ihm zu gehen und ihm ihre Sorgen und Schwierigkeiten zu unterbreiten und ihn um Hilfe zu bitten. Wenn er helfen konnte, dann lehnte er dies niemals ab. Wenn mein Herr mir helfe, möchte ich gehen, weinend, weinend. Und Mohammed in Medina möchte ich sehen, weinend, weinend. Yunus Emre, Alevitscher Dichter, 13. Jahrhundert. Er wiederholte immer wieder, dass Frauen immer mit Freundlichkeit und Rücksicht behandelt werden müssen. Die Väter sollten darauf achten, dass ihre Töchter eine Bildung erhielten und sorgfältig aufwuchsen. Es war allgemein üblich unter den Arabern, Frauen für die geringsten Fehler zu strafen oder zu schlagen. Der Prophet lehrte, dass Frauen ebenso wie Männer Gottes Geschöpfe seien und nicht etwa Sklaven des Mannes. Ein kleiner Exkurs. Hunderte Jahre später berichteten die Nachfolger von Jesid und Muawiyah, dass der Prophet aus Lust und Laune 9 Frauen nach dem Tod seiner geliebten Frau Hatidje heiratete. Ja, der Prophet heiratete 9 Frauen. Einige seiner Frauen waren Witwen von im Kampf gefallenen Islamangehörigen. Aber auch geschiedene Frauen heiratete der Prophet. Die geschiedenen Frauen hatten damals keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen, außer der Prostitution. Deswegen heiratete Mohammed diese Frauen und gab ihnen und ihren Kindern ein Zuhause. Zudem bewirkte die Heirat mit anderen Frauen, dass die Stämme, denen die Frauen angehörten, eine engere Bindung an die Gemeinschaft der Muslime aufbauten. Das heißt, um Kriege mit Andersgläubigen zu vermeiden, wurden mit den Feinden familiäre Beziehungen geschlossen. Die Mehrehe Mohammeds ist genauso wie von manchen biblischen Propheten wie zum Beispiel Saul oder David von Gott erwünscht. Zudem muss auch unterstrichen werden, dass Mohammed sich keiner seiner 9 Frauen, die er nach dem Tod seiner ersten Frau Hatidja heiratete, einen körperlichen Kontakt hatte. Von keinem dieser Ehen wurden Kinder erzeugt. Wir gehören zu denen, die Mohammeds Freunde und Feinde kennen. Wir gehören zu denen, die auf dem heiligen Weg die Wahrheit sehen. Seyyid Nesimi, Alevitscher Dichter, 14. Jahrhundert. Deutlich betont werden muss, dass der Islam nicht mit einem Schwert verbreitet, wie einige Unwissende heutzutage behaupten, sondern durch Reden vor der Bevölkerung Arabiens, seiner Briefe an Herrscher und durch seine vorbildliche Auslebung der Religion mit seinen Anhängern. Im Jahre 628 wurden Abgesandte, ausgerüstet mit entsprechenden Briefen, in verschiedene Städte geschickt, die Staatsoberhäupte zur Annahme des Islams einluden. Die Briefe wurden an Heraklius, dem römischen Kaiser, zu den Königen von Iran, Ägypten, Abessinien geschickt. Gezwungen wurde niemand, sie wurden nur eingeladen, dem Islam beizutreten. Die meisten Herrscher lehnten ab, was für Mohammed kein Problem war, denn er hatte seiner Aufgabe Genüge getan und sie eingeladen. Böse oder zornig wurde er niemanden, akzeptiert und toleriert wurden die Entscheidungen. Und so lebte der Prophet Mohammed, bis er dann in das Himmelreich Gottes schritt und diese Erde verließ. Das grüne Licht glänzt auf deiner Stirn. Unsere Liebe dir gegenüber ist endlos, Mohammed.
Feyzullah Çelebi, Alevitscher Geistlicher, 19. Jahrhundert. Doch auch nach seinem Tod fand der Prophet keine Ruhe. Viel wurde über ihn erzählt, gesprochen und geschrieben. Vieles entsprach nicht der Wahrheit. Schaut man sich die Hadith-Bücher und Sammlungen der Sunniten und Schiiten an, so kommen wir auf eine Gesamthadith-Anzahl von 1,5 Millionen Hadithen, Zitaten, Aussprüchen, die dem Propheten zugeschrieben werden. Das heißt, Mohammed hat ab seiner Prophetenschaft 610 nach Christus 20 Jahre lang jeden Tag 205 Zitate von sich gegeben, was natürlich unmöglich ist. Sehen wir uns ein typisches Hadith genauer an. Es hat in etwa diese Form. A sagte, ich hörte B sagen, dass er C sagen hörte, dass D überliefert habe, E habe berichtet, F hat gesagt, dass G berichtet habe, ich hörte von X, ich sah den Propheten dieses oder jenes tun. Aleviten sind sich sicher, 99,9% der Hadithe sind nach dem Tode des Propheten hauptsächlich seitens der Umayyaden und Abbasiden frei erfunden worden. Schauen wir uns den Koran an. Im Koran wird der Prophet wie folgt beschrieben. Ein Vorbild, weil er über großartige Tugendeigenschaften verfügte. Er blieb sein ganzes Leben lang bescheiden und sah sich nicht als etwas Besseres an als andere. Er sprach mit allen Menschen auf freundlichste und friedlichste Art und Weise und blieb stets gütig und barmherzig. Er wusste, dass die Botschaft Gottes die Wahrheit ist. Also hatte er keinen Drang zu missionieren und die Menschen zu zwingen, dem Islam beizutreten. Er einte die Menschen, statt sie zu spalten. Er nährte sich dem Guten und entfernte sich vom Bösen. Er war ein Mann der Vernunft. Er setzte sich für den Frieden ein und ebenso für die Gleichstellung von Mann und Frau. Er wusste den Wert der Kunst und der Musik zu schätzen, so wie der Prophet Salomon oder David. Das ist im Koran über den Propheten Mohammed geschrieben. Nun kommen wir zu den frei erfundenen Hadithen. Schauen wir uns einige davon an. Mohammed soll laut Hadith ein Mädchen mit 6 oder 9 Jahren geheiratet haben und mit ihr Geschlechtsverkehr vollzogen haben. Er soll nur am Geschlechtsverkehr interessiert gewesen sein. Er hatte laut Hadith die sexuelle Fähigkeit von 30 Männern. Er riet den Leuten genüsslich Kamelurin zu trinken. Er war blutrünstig, der Augen ausstach und Hände abschnitt. Er trat das Recht nach Meinungsfreiheit mit Füßen. Er setzte Frauen auf dieselbe Stufe wie Affen oder schwarze Hunde. Er hasste die Kunst, Musik und Hunde und sagte, dass die Engel die Häuser nicht betreten, wo es diese drei Sachen gibt. Er sagte, dass Frauen, die ihre Periode haben, nicht ins Gebetshaus dürfen. Er verbot den Männern, Gold und Seide zu tragen. Und das war eine kleine Zusammenfassung der erfundenen Hadithe, die dem Propheten zugeschrieben worden sind. Anhand dieses Beispiels wird sehr deutlich, wie Hadithe mit der Zeit den Islam und den Charakter des Propheten geändert haben. Einige werden sich fragen, wieso wir nie nach Nennung des Propheten die Kürzel SAV, SAA oder AS benutzt haben. Schiiten und Sunniten bezeichnen es als respektlos, wenn man den Propheten nicht mit den Segensgrüßen SAV oder SAS ergänzt. Diese Kürzel sind Segensgrüße und haben alle ungefähr die gleiche Bedeutung. Friede sei mit ihm oder Gott segne ihn. Die Kürzel werden von Schiiten und Sunniten verwendet. Sie glauben, dass die Segensgrüße ihren Ursprung aus dem Koran haben. Sie weisen auf die Sure 33, Vers 56 hin. Dort heißt es nach deren Koraninterpretationen, Gott sendet Segnungen auf den Propheten und seine Engel beten für ihn. O, die ihr glaubt, betet ihr für ihn und wünscht ihm Frieden. Die Aleviten sind anderer Meinung. Sie glauben, dass Schiiten und Sunniten die Sure 33, Vers 56 falsch übersetzen bzw. falsch interpretieren. Es sollte wie folgt lauten: Gott und die Engel helfen und unterstützen den Propheten. O, ihr Gläubigen, helft auch ihr dem Propheten und glaubt an ihn.
Demnach lässt sich herableiten, dass ein Segensgruß nach Nennung des Propheten nicht nötig sei. Selbst im Koran werden die Namen aller Propheten nicht mit Sav oder AS oder SAS erwähnt, sondern schlicht und einfach mit deren Namen: Moses, Jesus, Mohammed. Ich bin die Rose des Propheten Mohammeds. Ich bin Diener der Wissenden. Muhyiddin Abdal, alevitischer Geistlicher und Dichter, 16. Jahrhundert. Möge der Prophet Mohammed für immer unser Wegweiser, unser Wegführer und unser Wegbegleiter sein. Allah Allah. Canım kurban olsun dostu senin yoluna, senin yoluna. Adı güzel kendik dostu güzel Muhammed, güzel Muhammed. Söylenirsin cümle dostu alem dilinde, alem dilinde. Adı güzel, kendi güzel, Muhammed dost, dost, dost. Adı güzel, kendi güzel, Muhammed.